Hallo und herzlich willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Episode 43 Fitnessstudios. Heute sprechen wir über das Thema Fitnessstudios. Trainierst du regelmäßig in einem Fitnessstudio? In Deutschland sind Fitnessstudios sehr populär. In den größeren Städten findest du fast an jeder Ecke ein Fitnessstudio. Aber auch in kleineren Städten gibt es mindestens eine Option. Es gibt viele verschiedene Fitnessstudios in unterschiedlichen Preisklassen. Es gibt sehr teure Studios, aber auch günstige Alternativen. Jedes Fitnessstudio hat natürlich eine Umkleidekabine, in der du dich umziehen kannst. Außerdem findest du in der Umkleide auch ein Schließfach, in dem du deine Sachen verstauen kannst. Alle Fitnessstudios haben mindestens eine Dusche, manche sogar eine Sauna oder einen Whirlpool. Heutzutage haben Fitnessstudios auch fast immer einen Kursraum. Dort finden zum Beispiel Yogakurse oder Pilateskurse statt. Auf der Trainingsfläche findest du die Gewichte und die Geräte, mit denen du trainieren kannst. Auf der einen Seite gibt es Maschinen, aber auf der anderen Seite findest du natürlich auch Hanteln. Normalerweise wird im Fitnessstudio auch immer laut Musik gespielt. Die meisten Leute, vor allem jüngere Leute, hören aber ihre eigene Musik mit Kopfhörern. Im Fitnessstudio kannst du sowohl Krafttraining als auch Ausdauertraining machen. Trainierst du lieber Kraft oder Ausdauer? Wenn man Mitglied in einem Fitnessstudio werden möchte, muss man jeden Monat einen Beitrag bezahlen. Die Höhe des Mitgliedsbeitrags hängt von dem Fitnessstudio ab. Es kann sowohl teuer als auch günstig sein. In einem Fitnessstudio gibt es natürlich auch Fitnesstrainer. Sie erklären dir die Übungen und korrigieren dich, wenn du Fehler machst. Besonders für Anfänger ist es am Anfang sinnvoll, zusammen mit einem Trainer zu trainieren. Er hilft dir dabei, einen Trainingsplan zu erstellen und dein Ziel zu erreichen. Gehst du ins Fitnessstudio? Wenn ja, wie oft?
Schreibe es mir in die Kommentare. Neue Vokabeln. An jeder Ecke. On every corner. Mindestens. At least. Umkleidekabine. Umkleide. Changing room. Schließfach. Locker. Verstauen. Stowaway. Stattfinden. Take place. Gewichte. Weights. Hanteln. Dumbbells. Kopfhörer. Earphones. Kraft. Strength. Mitgliedsbeitrag. Membership fee. Sinnvoll. Useful. Na, hast du alles verstanden? Wenn nicht, vielleicht helfen dir meine Transkripte. Du kannst sie auf meiner Patreon-Seite finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you so much for listening, as always. I hope you also enjoyed this episode. If so, please don't forget to give it a thumbs up, subscribe my channel, and leave me a comment down below. See you in the next episode. Tschüss und bis bald.